Der vergangene Sonntag war ein großer Tag für alle Kosovo-Albaner. Ein Traum ging endlich in Erfüllung, Kosovo als unabhängiger Staat. Auch in Vorarlberg leben viele Kosovo-Albaner. Einer davon ist Ahmeti Valtet aus Tschakuns. Natürlich sehr, sehr, nicht nur ich, sondern alle Albaner, also Kosovo-Albaner und andere Albaner auch freuen auf uns, auf unsere neue Stadt, die jüngste Stadt praktisch. Den Sonntag hat Ahmeti mit seiner Familie vor dem Fernseher und am Telefon mit Freunden verbracht. Für uns war schon ein schönes Tag. Wir haben also, war so was Besonderes für uns, weil das kann passieren nur einmal. Und viele Leute und viele, so lange haben jetzt Leute das gewartet, dass es das so weit kommt, so richtige so Unabhängigkeit. Auch Ahmeti kennt die Problematik mit den im Kosovo lebenden Serben nur zu gut. Ja, meistens sind die praktisch die Albaner, andere Minoriteten oder andere Leute, was da leben, sind pro, außer die Serben sind dagegen. Es ist normal, weil praktisch früher hat es so, oder juridisch, so wie sagen wir so, hat es Kosovo zum Serbien gehört und praktisch. Und jetzt ist nicht mehr dabei und sollte es auch so sein, weil viele haben so, viele. Unser Volk hat viel gegeben, dass das zur Zeit, dass so weit kommt. Von der neuen Unabhängigkeit erwartet Ahmeti sich viel. Das bedeutet für mich viel, weil wir haben unsere Identität, also unsere Stadt praktisch. Wir haben nichts gehabt. Wir Kosovo-Albaner haben wir keine Identität gehabt. Wir durften nicht mal, waren wir isoliert, wir durften nicht mal reisen, nicht mal wirtschaftlich, sportlich, überhaupt praktisch vertreten irgendwo. Und das bedeutet, ich glaube, das wird etwas Gutes entwickelt jetzt mit wirtschaftlich, was weiß ich, Sport oder überhaupt, also wie normale andere Städte in der EU. Und mit der Zeit, ich hoffe, dass das so weit kommt, dass wir auch irgendwann, vielleicht in 7, 8 Jahren oder 10 Jahren, das gehören der Familie in der EU. Hoffentlich.